Willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Rubin. Schauen wir mal nach unserem Bären. Nein! Da sind ein paar Flaschen umgefallen, ein paar Plastikflaschen. Hey, die sind gewachsen! Yay! Ach, das sieht doch schön aus, oder? Im nächsten Part haben wir, sind sie dann fertig. Da können wir im nächsten Part Wettbewerb machen und uns da und uns vor der Wasserroute drücken, die uns bevorsteht. Und ja, in diesem Part machen wir uns auf den Weg nach Moosbach City. Ich habe es mir anders überlegt mit diesem Wasserroute. Ich habe es mir was einfallen lassen. Und zwar werde ich es so machen. Ich werde jetzt erstmal die VM Taucher holen. Dann können wir nämlich die Wasserrouten komplett alle am Stück machen. Und es ist dann besser so. Weil sonst müssen wir dann nochmal die ganzen Wasserrouten durchklemmen. Auf der Suche nach, auf Trainern, die man durch Tauchstellen finden kann. Und wenn wir gleich Taucher haben, dann können wir die ganzen Trainer gleich am Stück erledigen und das ist dann viel, viel besser. Und auch nervensparender, hoffe ich zumindest. Wenn dich, was, wenn du dich einfach an einem Meer treiben lässt, kommen Pokémon, um zu spielen. Spielen? Die wollen mich killen. Aha, Bikini-Style. Moni. Okay, was machen wir denn mit Walmer? Zauberblatt! Wir verzaubern es mit einem Blatt! Das Zauberblatt! Yay! Ach komm schon, das hätte doch jetzt ein Kill sein müssen, oder? Jetzt komm, jetzt kill doch dieses Walmer, Tropius, bitte! Meine Güte, du stellst dich vielleicht an, aber gut, du hast ja keinen Schaden davon getragen. Gut gemacht, Tropius. Ich bin glücklich, dass ich so ein gutes Pokémon wie dich im Team habe. Oh, verschollener Vorsee! Die Küste ist gerade mal 20 Schritte hier lang, ne? Und wir sind hier nicht auf hoher See. Ja, hier ist eine Tauchstelle. Das ist auch der Grund, warum ich zuerst Taucher holen möchte. Dann können wir die ganzen Stellen gleich sofort alle unter die Lupe nehmen. Und gegen die wilden Pokémon werde ich nicht kämpfen. Tut mir leid. Stattdessen setze ich jetzt einen Schutz ein, weil die mir sowas von auf den Zahn fühlen. Und zwar gibt es hier nur Tentacheras, Windgals. Und vielleicht auch Pelipper, wenn man Glück hat. Und wenn man wirklich viel Glück hat, dann ein Wailord, aber die Chancen, dass man das begegnet auf hoher See, ist nur 1%. Und das im tiefsten Meer. So. Setzen wir gleich den Schutz ein. Da werden wir auch ein paar Inventar. Ja, einen Platz im Inventar los, wenn wir jetzt alle Schütze verschwenden. Du sitzt auf einen Pokémon, anstatt selbst zu schwimmen. Ich bin richtig neidisch. Ja. Dann hol dir auch so ein Pokémon und bring es Surfer bei. Oh, ich glaube, auf einem Kanivana zu surfen ist schwierig. Das würde dann eher ein paar Schiffwunden geben. Ich glaube, Emo schwimmen auf einem Kanivana. Das hat auch wieder Level 35, genauso wie dieses letzte Pokémon. Was war es nochmal? Ich habe es vergessen. Walmer war es, genau. Ein One-Hit-Kill. Super Arbeit, Tropius. Also mit Tropius können wir ganz gut leveln. Pflanze gegen Wasser, sage ich nur. Na gut, hier geht's noch nach unten, oder? Hier geht's nach unten. Oh mein Gott. Oh je, die Route ist sehr lang. Aber ja, ich glaube, ich gehe zuerst nach Moosbach City und dann kümmere ich mich um die Trainer. Vielleicht machen wir in diesem Part sogar noch die Arena. Mal schauen. Aber zuerst möchte ich nach Moosbach City und dann eine Stadterkundung machen. Und dann schauen wir mal nach, ob wir die Arena machen können. Und erst dann mache ich die Wasserroute. So, hier ist der Scherben-Heini, der tauscht Scherben gegen Steine ein. Und wir sind in Moosbach City. Das ging schneller als gedacht. Schutz wirkt nicht mehr. Perfektes Timing. Ich war lange nicht mehr in Moosbach City. Zuletzt im Saphir-Let's Play. Und ihr wisst, wie lange das her ist. Nämlich 1,5 Jahre. Das heißt, ich muss mich jetzt wieder ein bisschen zurechtfinden. Ich habe zwischendurch ein bisschen was von meinem Saphir-Let's Play gesehen. Deswegen, ja, kenne ich mich nicht ganz so un... Ja, deswegen kann ich mir ganz so unbekannt aus, oder sagt man das so? Ja, ihr wisst schon. Deswegen kann ich mich hier ein bisschen aus, aber nicht komplett. Also ich werde mich hier jetzt nicht verlaufen oder so. Nein, nein, ich kenne mich hier schon ein wenig noch aus. Das wollte ich damit die ganze Zeit sagen. Okay, hier ist das Pokémon Center, hier ist so ein kleiner Kitty, hier ist der Pokémarkt und hier ist Treus Haus hier ungefähr an der Stelle. Heimisch in unser Pokémon. Natürlich mit Speeding.
Okay, und jetzt zur Stadterkundung. Die Arenaleiter dieses Ortes sind ein ausgezeichnetes Team. Die Kombination ihrer Attacken und sind einfach exzellent und wow! Ich glaube, diesen Surfer-Part werde ich alles in einem Part machen. Das wird dann mega, mega, ultra, super, hyper, mega, alles vernichtender Mega-Part. Der vielleicht sogar länger werden kann als mein längster Part ever. Mal schauen, also ich gehe davon aus. Am Raumfahrtzentrum auf der Insel werden große Raketen gestartet. Und ich trinke mal schnell ein Schlückchen. Ich habe bei mir eine Cola bereit gestellt. Lecker, lecker Cola. Ich habe das von Treu bekommen, weil ich weiß aber nicht, was ich damit machen soll. Ich glaube, es heißt Kingstein. Möchtest du es haben? Ja klar. Warum willst du das haben? Du bist komisch. Du kannst es behalten, aber ich erzähle es nicht Treu. Ja. Der Kingstein, mit dem können wir ein paar Pokémon entwickeln. Zum Beispiel Seemon zu Zedra King. Oder Fleckmon zu Lasho King. Oder was gibt's noch? Moment, ich trinke schnell ein Schlückchen. Jetzt schmeißen wir ab. Ich glaube, ich verkaufe jetzt mal ein paar Sachen. Ich glaube, es gibt noch ein Pokémon, das du mit dem Kingstein entwickelt. Welches? Zedra King und Lasho King habe ich gesagt, oder? Dann muss es doch noch welche geben. Habe ich irgendwie in Erinnerung. Irgendwelche Zweitgenerations-Pokémon noch. Oder habe ich schon eigentlich gesagt? Ist egal. Ich verkaufe jetzt erstmal die zwei Nuggets. So, und jetzt dann auf diesen Dachstein eben nicht. Ach, verdammt, ich muss mal ein paar Items jetzt lagern. Seufz, diese Item-Verwalting-Scheiße geht mir auf die Nerven. Die Item-Verwalting-Sache geht mir auf die Nerven. So, ran in den PC. Wenn ihr mal euren Krempel loswerden wollt, dann tut das einfach in eurem PC lagern. Schlagt euren Bildschirm ein und lagert es dann im Gehäuse eures PCs. So macht auch der hier in Pokémon das die ganze Zeit. Okay, Hyperheiler brauchen wir nicht. Pudersand brauchen wir nicht. Schutz brauchen wir. Äther brauchen wir gerade nicht. Elixier heben wir uns alles für die Liga auf. Blattstein brauchen wir nicht. Schattenglas nicht. Hypertrank lassen wir mal da. Sonnenbomben brauchen wir nicht. Herbstschuppe ebenfalls nicht. Granitstein weg. Rauchball weg. Lachsrauch weg. Seerauch weg. Top-Trank weg, Top-Äther weg, Top-Elixier weg. Okay, das passt. So, jetzt haben wir wieder Platz in unserem Beutel. Und jetzt holen wir uns schnell diesen Kingstein ab. Also, das ist echt schön. Das wäre echt geil, wenn man von jedem Passanten etwas kriegen würde. Dann würden so Stadterkundungen sogar Spaß machen. Okay, Kingstein erhalten. Den werden wir wahrscheinlich verwenden, um die Volltrefferquote zu erhöhen. Oder was kann der? Erhöht, glaube ich, die Volltrefferquote, oder? Ah, kann den Gegner zurückweichen lassen. Kann man mit Biss kombinieren oder mit Knirscher. Ich wollte schon Schlitze sagen, aber Schlitze ist keine Zurückschreckquote. Mein kleiner Bruder, lädt es, die Geheimbasen an der anderen zu finden. Tja, wir haben gar keine. Oder wir haben eine. Stimmt, wir haben eine. Scheiße, wir haben eine. Hast du dir eine Geheimbasis noch 120 eingerichtet? Keine Ahnung, ich hab's vergessen. Ist auch nicht so wichtig. Okay, den haben wir gerade angesprochen, der hat uns den Kingstein gegeben. Ich glaube, das müsste Toys Haus sein, oder? Jawohl, da ist er. Kevin. Ja, das ist mein Zuhause. Peinlich, wie kahl die Räume hier sind. Oh, hier nimm diese VM. Sie enthält Taucher. Ich habe das meinen Pokémon schon beigebracht. Und wir werden sie unserem Balmer beibringen. Wenn du Surf einsetzt und über das Meer gleitest, wirst du dunkle Stellen im Wasser bemerken können. Setze hier Taucher ein und du kannst hinabtauchen bis zum Meeresboden. Wenn du wieder auftauchen möchtest, setz ebenfalls Taucher ein. An manchen Stellen ist das Auftauchen allerdings nicht möglich. Das haben wir auch schon im Schwarz-Display gemacht. Da kann man nämlich auch tauchen, aber nur an einer Stelle, und zwar über der Unterwasserruine. Und ich mache mal ein kleines Päuschen. Und hier bin ich wieder. Und hier ist noch ein weiteres Häuschen und da ist die Arena. Dein Tropius. Es scheint Pokeriegel weder zu lieben noch abzulehnen. Und was ist mit unserem Voltenzo? Verdammt, wir haben Voltenzo nicht dabei. Echt geil. Mein Mann weiß auf den ersten Blick, welche Art von Pokémon-Riegel ein Pokémon mag und welche nicht.
Und das ist ganz gut, wenn ein Pokémon die Regel mag, dann werden seine Schönheitswerte noch weiter erhöht, als mit einem durchschnittlichen Riegel, den er vielleicht nicht mag. Am Raum, ja, die haben schon angesprochen, hier ist die Arena, die schauen wir uns später an. Was ist denn eigentlich hinter der Arena? Ist hier irgendwas, ein Secret oder sowas? Nee, da kommen wir nicht vorbei, das sind Bäume, die blockieren uns den Weg und hier kommen wir auch nicht vorbei. Sackgasse. Gut, dann gehen wir hier in den Markt rein. Was gibt's denn Neues im Markt? Belebe, ist einfach fantastisch. Gibt es einen besiegten Pokémon und es ist wieder fit. Aber Vorsicht, Belebe füllt nicht die verbrauchten AP neu auf. Ja, das stimmt. Euer Netz untertauchbar ist in Seiten der Pokéwelle, die in Mossbach City hergestellt werden. Ein Netzball ist höchst wirkungsvoll bei Käfer- und Wasser-Pokémon. Der Tauchball ist wirkungsvoll bei Pokémon, die in der Tiefsee leben. Okay, ich habe mal kurz ein Päuschen gemacht. Ich habe jetzt... Oh mein... Ich bin jetzt voll... Ich habe mich vorhin vollgefressen und jetzt habe ich dauernd das Gefühl, ich muss rülpsen. Deswegen pausiere ich jetzt auch so oft. Topschutz hält alle schwachen Pokémon auf Distanz. Vor allem Schutzsprays hält dieses am längsten an. Von allen Schutzsprays hält dies am längsten an, ja. Boah, ist gerade schon wieder, ich glaub's nicht. Oh mein Gott, das muss ich rülpsen. Unglaublich, unglaublich, unglaublich. Ich habe vom Freunden im Sega Sword gehört, dass eine Herde Walmer verschwunden ist. Was mag da wohl passiert sein? Ja, wir haben sie vertrieben, oder beziehungsweise ihre Besitzer haben wir vertrieben. Nämlich Team Magma, diese Afghaner aus Afghanistan. Als ich noch jung war, bin ich als Pokémon-Trainer durch die Welt gereist. Nun, da ich ein alter Knabe geworden bin, beobachte ich mit Freuden die jungen Trainer bei ihren Kämpfen. Ich mache mal wieder Pause. Okay, ich glaube, so oft habe ich noch nie in einem Part pausiert, vor allem in den ersten 12 Minuten nicht. Ach, den haben wir schon angesprochen. Lass mich in Ruhe. Gut, wo geht's hier lang? Alle Lebewesen brauchen das Meer, um leben zu können, auch wenn sie an Land leben. Am Ende seiner Reise wird aus der lebenden Erde und er kehrt zurück zum Land. Und das Meer steht immer in Verbindung zum Land. Genau wie dieses Ufer hier. Ach, das ist ein Ufer? Oh mein Gott, hätte ich nicht gedacht. Und hier ist ein Item, yay! Es ist ein Netzball. Toll. Ich bin total begeistert. Ach ja, wir haben im Markt noch gar nicht nachgeschaut, was es für Items gibt. Wir haben ja nur die Leute hier angesprochen. Fällt mir gerade so ein, ne? Hallo, ich kann euch dir helfen. Ja, was verkaufst du denn? Labor, Hyperheiler, Hypertrunk und Tauchbälle und Netzbälle. Was der Typ sie uns da auch gesagt hat, der Typ sie irgendwelcher hier auf der rechten Seite. Habe ich vergessen, wer es war. Warum benutzen wir unser Fahrrad eigentlich nicht? Fahrradmusik, yay! Ich mag Fahrradmusik, yay! Diese Felsen hat eine ganz besondere dieser Felsen hat eine ganz besondere Bedeutung für das Raumfahrtzentrum. Sie haben ihn hier hingesetzt als Glücksbringer für den sicheren Flug der Raketen. Wenn du sie etwas wünschst, was machst du dann? Sternschnuppen beobachten? Ich nutze ein Wunschkärtchen, genau das mache ich. Ein weißer Felsen. Und sonst nichts, toll. Wäre das nicht schön, wenn die ganze Welt so mit Blumen und Pflanzen bewachsen wäre, wie diese Insel? Oh, falsche Stimme, aber egal. War auch mal ganz lustig, die Stimme anders zu stellen. Einmal war ich auf einem Schiffesdoll, aber das Meer auf einem Pokémon zu queren, das Surfer einsetzt, das ist wirklich eine aufregende Sache. Meinst du nicht auch, Kindchen? Kommen wir da hinten durch? Nee. Ja doch, nein, gibt's. Na schade. Wäre schön gewesen. Und hier ist ein weiteres Häuschen. Da bin ich ja völlig aus dem Häuschen. Ach, der gibt uns eine Angel. Hey du da, Trainer! Ein super Angel ist wirklich super! Man kann sagen, was man will, aber mit diesem Baby kann man Pokémon vom Meeresboden wegfangen. Na? Du willst doch so gerne auch eine Angel haben, oder? Ja, sicher. Schließlich ist das eine super Angel super. Gut, jetzt können wir stärker Pokémon angeln. Stehst du am Wasser, dann wirf die Angel aus und schau, was anbeißt. Ja, das ist doch mal ein geiler Spruch.
Und jetzt, was machen wir denn? Ja, schauen wir uns das Raumfahrtmuseum an. Mospar City, Raumfahrtzentrum, der letzte Ort vor dem All. Das All ist nämlich überall. Ich landete am Strand entlang, da habe ich dieses hier gefunden. Ich kann damit nichts anfangen, daher kannst du es haben. Sonnenstein, damit können wir... Oh Gott, ich muss überlegen. Wie heißt das Pokémon? Moment, ich lese jetzt den Dialog zu Ende. Die Höhenregion ist bekannt für die Häufigkeit der Meteoriteneinschläge. Okay, mit dem Sonnenstein können wir Duffler zu Bluebell entwickeln. Sonnenkern zu Sonnenflora. Und was noch? Die Rakete ist sicher gestartet. Das war der erfolgreiche Start Nummer 5. Und ich glaube sonst gar keine mehr, oder? Keine Ahnung. Jeder Raketenstart verlangt sorgfältige Vorbereitung. Diese Fehlerquote darf nicht einmal 1% betragen. Selbst wenn 99% perfekt sind, kann 1% schon immer für ein Misslingen sorgen. Trotzdem versuchen wir es immer wieder. Warum? Weil es ein ewiger Traum ist. Ein gigantischer Brocken Metall durchbricht den Himmel und fliegt ins All. Es übersteigt jede Vorstellungskraft. Ach, da habe ich mal wieder so eine geile Dokumentation auf N24 gesehen, nämlich Weltall. Ach, das war vielleicht spannend. Meteoriten, Asteroiden und all solches Zeug, die die Menschheit auslöschen werden. Eines Tages vielleicht. Einige Menschen nehmen an, dass die Pokémon aus dem Weltall kommen. Ob das stimmt? Ja, einige. Deoxys ist eins und Pipi, glaube ich, auch. Und Jirachi, glaube ich, auch noch. Ich wünschte, auch normale Leute könnten eines Tages ins All reisen. Ja, vielleicht eines Tages, vielleicht in 100, 200 Jahren. Mal schauen. Oder mal nicht schauen. Bis dahin leben wir alle schon, sind wir alle schon in unseren Gräbern. Und zählen die Erdkerne, die Erdkörner. Naja, ihr wisst schon. Die Kerne unter der Erde. Die Steine unter der Erde. Genau, wir zählen die Steine unter der Erde. Wenn ich jünger wäre, würde ich mit Sicherheit Astronaut. Nein, dazu ist es zu spät. Ich werde es versuchen. Mospar City hat meistens sonniges Wetter und einen beständigen Wind. Ein idealer Ort, um Raketen ins All zu schicken. Und das war eine nerdige Stimme, wie nur ein Nerd sie machen kann. Aber ich bin kein Nerd. Ich kann diese Stimme nur, weil ich, Ausrede finden, keine Ahnung. Und ihr merkt wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie ich diesen Part weiterhin kommentieren soll. Das ist nämlich ein Stadterkundungs-Special quasi, sag ich mal. Ach ja, wir haben ja immer noch ein Motto. Kein Part ohne einen Pokémon-Kampf. Und ich würde sagen, ich mache in diesem Part noch die Arena. Weil wir gerade so lustig drauf sind. Ja, morgen ist Freitag, da habe ich viel Zeit. Viel Zeit, da kann ich diesen Mega-Part morgen am Freitag machen und den vielleicht sogar am Freitag hochladen, wenn ich noch Zeit habe. Mal schauen. Okay, diese Arena ist funktioniert wie die Arena aus Pokémon Rot, Blau und Gelb, die 8. Arena. Und zwar sind diese Pfeile, wenn man da drüber geht, dann bringen sie den Charakter an, ja, weiter. Na, wie sieht's aus auf dem Weg zum Champ, Kevin? Die Arenaleiter hier setzen Psycho-Pokémon ein. Setzt du Kampf- oder Gift-Pokémon ein, werden diese großen Schaden nehmen. Und außerdem wirst du dich gegen eine außergewöhnliche Kombination von Attacken behaupten müssen. Wenn du gewinnen willst, musst du ihnen beweisen, wie sehr du durch mit deinem Pokémon verbunden bist. Und nun los! Und ich würde sagen, ich setze Ninetom an erster Stelle. Wenn Ninetom ein Geist-Pokémon ist und nicht von Psycho-Attacken getroffen werden kann, aufgrund seiner Fähigkeit. Wunderbar. So. Kämpfe hängen von der Stärke deines Geistes ab. Die mit schwachem Geist werden niemals gewinnen. Oh verdammt, ich habe vergessen, diesen Schalter zu betätigen. Naja. Urban, da gibt es so ein Spiel, so ein Browser-Game. Urban Rivals heißt es, glaube ich. So, ich teste erstmal. Ich schaue erstmal nach, ob Kirlia irgendwelche Attacken gegen Neatom hat. Deswegen setze ich Schutzschild ein, um zu schauen. Oh mein Gott, der hat seinen Spezialangriff und seine Spezialverteidigung. Nein! Ich habe Angst. Aber ich würde sagen, Toxin ist das perfekte Mittel gegen ein Psycho-Pokémon
besonders gegen einen Kirlia, die Entwicklung von, Trassler. Die Entwicklung von den Pokémon. Verdammt! Die Entwicklung von dem Pokémon, das Heiko hat. Und warum kommt Teufel Synchron? Ich greife es kein Pokémon mehr vom Typ Psycho mit Gift an. Lieber würde ich sterben. Ich vergesse ständig die Synchronfähigkeit, die so fies Mensch. Ah, da werde ich noch zum Psychopathen wie Andreas aus Frauentausch. Halt, stopp! Nein, Mann, jetzt halt deine Schnauze! Du obere Zücke! Und Level 34 für Weiser. Die Wohnung bleibt so, wie es ist! Ich halte verloren, ich muss meinen Geist stärken. Und ich muss meinen. Nee, nee, doch mal. Lass mich durch, oder ich verfluche dich. Lass mich durch. Arschloch. Okay, hier geht's raus. Und jetzt mache ich es so. Jetzt mache ich ihn auf Yanka Kakimoto. Gehe zurück ins Pokémon Center. Heile mein scheiß Niatom. Gehe wieder raus. Gebe mein Pokémon eine Pilsefbeere. Nein, ich setze nicht ein. Ja, ich setze nicht ein. Und gebe sie meinem Niatom. Ja. Und jetzt ist Niatom absolut immun gegen Gift. Selbst wenn es durch Synchro erwischt wird. Es wird immer die Attacken des Gegners wegstecken. Und dann einen Gegenangriff bereiten und den Gegner vernichten. Nein! Ach, du weigerst dich. Tja, das kannst du knicken. So, ja. Und jetzt, auf den Kampf hier. Die Straßen, die du gewandert bist. Das, was du erfahren hast. Leg mir alles, was du gelernt hast, zu Füßen. Ja, das werde ich. Denn ich bin Yanka Kakimoto. Du kannst dich nicht mit mir messen. Ja. Okay, meine Stimme geht durch Yanka Kakimoto total kaputt, aber ist mir egal. Ja. Okay, ich höre es besser damit auf damit, sonst, Sonst ist meine Stimme noch geflickter als sonst. So, Toxin! Und jetzt bin ich vorbereitet auf Synchro. Natürlich hätte ich auch Geheimpower nehmen können, aber ist egal. Tja, das ist der Moment, an dem ich mich aufregen würde. Aber not today! Ich bin vorbereitet! Und jetzt leide, Kadabra! Leide, wie du es vorhin mit Niatom gemacht hast. Und jetzt zeigt dir noch Angst ein. Genau, das hatten wir doch schon mal, oder? Kommt dir das nicht bekannt vor? Damals wurde unser Niatom auch gekillt mit Synchro. Aber jetzt ist es egal. Jetzt senke ich seine AP von Genesung auf 0. Also mit Groll. Na, Kadabra, fürchtest du dich? Tja, das ist nur der Vorgeschmack. Angst ist dein... Angst ist das Geringste, um das du dich Sorgen machen musst. Das ist der Psychopath in mir. Yanka Kakimoto. Okay, jetzt genug Yanka Kakimoto. Yanka Kakimoto? Naja, ihr wisst schon, ne? Ich kann jetzt eigentlich nur im Grunde warten, bis Kadabra durch das Gift down geht. Mehr kann ich jetzt nicht machen. Natürlich könnte ich auch Geheimpower nehmen, aber ich genieße es gerade so sehr wegen dem Toxin, der immer stärker wird, bis dieses Pokémon Geschichte ist. Und ich glaube, wenn ich weiter den Groll einsetze, setzt Kadabra irgendwann noch Verzweifler ein und wird mein Niatom treffen. Aber ist mir egal. Heil ruhig, heil dich ruhig. Ich setze immer weiter den Groll ein.
bis du gar keine gar keinen Mut mehr hast, Genesung einzusetzen. Kadabra. Ja, genau, setzt euch weiterhin Genesung ein. Schade, dass Negatom nicht die Fähigkeit Bedrohung. Ne, Quatsch, ist die Attacke. Fähigkeit meine ich. Erzwinger hat. Die bewirkt, dass jede Attacke 2 AP verbraucht. Diese Fähigkeit haben auch meistens legendäre Pokémon, wie zum Beispiel Arthos, Zapdos, Lavados, Mewtwo, glaube ich, hat es auch. Ho-Oh hat die, glaube ich, auch. Und Latios, nicht Lugia, müsste die auch noch haben. Und Schutzschild, just for fun. Du hast mir hier doch nicht einmal ansatzweise angeknackst, Kadabra. Glaubst du im Ernst? Ich würde dich zulassen, dass du mein Nidoton mit deiner Synchrofähigkeit killst? Falsch gedacht. Tja, und bei Kirlia werde ich nicht wieder denselben Fehler machen wie vorhin. Jetzt greife ich nämlich mit Geheimpower an. Und okay, es kommt Stärke draus und sogar ein One-Hit-Kill. Ich glaube, das war Nidotons allererster One-Hit-Kill. Du wandelst auf dem Pfad der Größe. Okay, hier muss auch wieder so ein Schalt... Nee. Hier geht's weiter, oder? Ja, genau. Ich kann sie sehen. Ich sehe deine Zukunft. Wenn du mich besiegen kannst, sage ich dir deine Zukunft voraus. Bist du jetzt ein Hellseher oder sowas? Was? Wo 10 Euro für eine Hellseherei verlangen oder was? Okay, Xatu. Ich will nichts von dir und du willst nichts von mir. Aber trotzdem schaue ich nach, weil du ein Flugprogramm bist, ob du irgendeine Attacke drauf hast, die mein Nidoton killen könnte. Nachtnebel. Tja, Nachtnebel ist nicht sehr effektiv. Und jetzt Geheim. Okay, Wunschtraum ist nur eine Heilungsattacke. Ich glaube, die kann auch. Die kann, glaube ich, auch im Jirachi. Warum funktioniert Nachtnebel? Warum hat Nachtnebel gerade getroffen? Die Attacke war nicht sehr effektiv. Aber trotzdem hat sie getroffen. Es ergibt keinen Sinn. Wahrscheinlich, weil die immer nur eine bestimmte Anzahl von KP abzieht und dadurch nie effektiv sein kann. Aber deswegen sollte sie auch nicht treffen. I hate my life. Ich fliege jetzt einfach nur noch davon. Ich will davon fliegen, weg von dem ganzen Scheiß hier. Tschüss, Tropius. Ah, Nachtnebel. Mit dieser Attacke hast du unser Nidoton gekillt. Scheiß Xatu. Natürlich heile ich ruhig weiterhin und geh mir weiterhin auf die Nerven. Verdammtes Xatu. Ich rupfe deine Federn aus. Und keine Ahnung. Mach daraus irgendeinen Pelzmantel oder was weiß ich, was man mit Federn alles machen kann. Ich bin ja kein irgendwas, kein Designer oder was else. Tja. Gerade aus Fleiß setzt er jetzt wahrscheinlich nach Nebel ein. Wunschtraum, yay! Oh mein Gott, langweil mich nicht. Hier, ich leg dich auf Eis. So, ich werde dieses Xatu jetzt einfach eiskalt killen. Weil es einfach eiskalt meinen Nidoton gekillt hat. Mit seiner eiskalten Nachtnebelattacke. Ich glaube, der hätte ich genauso gut Toxin einsetzen sollen bei Xatu. Dann wäre es immerhin vergiftet. Warum heißt du dich ständig? Das ist langweilig. Na also, geht doch. Jetzt haben wir die ganze Herauszögerei vermieden. Ich ergebe mich. Nein, du ergibst dich ihm nicht. Ich werde dich weiter angreifen. Okay, hier. Und jetzt, weiter geht's. Ich mache noch alle Trainer. Hä? Hä? Ne, ich verstehe es nicht. Versteht ihr es? Ich verstehe es nicht. Wahrscheinlich müssen wir da mehr vorbereiten am Stück. Ich gehe jetzt mal da lang. Ist das richtig? Die haben wir noch nicht. Zeig mir, ob du Talent hast. Das habe ich. Aber ohne meinen Ninja-Tom fühle ich mich ganz schwach und unverwundbar. Unverwundbar. Nicht unverwundbar. Unverwundbar fühle ich mich, wenn ich meinen Nidoton habe. Okay, und jetzt,
Schmeiß mal dieses Trassler in die Luft. Und tschüss, es schlägt auf den Boden auf und ist down. So. Logok ist jetzt meine Wut, die Wut meines Herzens, die heiße Wut, die herauskam, als mein Nier Tom durch Nachtdämon gekillt wurde. Rollentausch, wir sind nicht im Theater. So, mein heißes Herz macht dieses Kadaver alle. Und tschüss, Kadaver. Das war für mein Nier Tom. Und Level 37. Du besitzt offensichtlich Talent, aber nur offensichtlich. Das ist ja nicht so, als würde ich nur Talent besitzen. Ich besitze nur offensichtlich Talent. Und ich setze Tropius jetzt an erster Stelle, aus dem Grund, weil ich jetzt mit diesen Wasserrouten Ninja Tom trainieren möchte. Weil Ninja Tom so unterlevelt gerade ist, das ist schlimm. Und ich würde sagen, wenn wir schon hier sind, Hein und Ninja Tom gleich. Und ich glaube, ich muss diesen Part jetzt leider beenden. Dann geht's halt im nächsten Part weiter mit der Arena. Keine Sorge, Leute. Mit der Arena im nächsten Part. Weil ich momentan keinen Nerv mehr dafür habe. Mein Ninja Tom ist down. Ich muss mich erst einmal von dem Schock erholen, der herauskam, als der Gegner Nachtnebel auf meinen Ninja Tom eingesetzt hat. Und damit verabschiede ich mich jetzt für diesen Part. Und sage bis morgen. Bis morgen zu diesem XXXXXL Part. Der vielleicht sogar länger dauern wird als mein längster Part ever, Pokémon Schwarz, der damals 1,5 Stunden gedauert hat. Mal schauen, ob wir den Rekord knacken morgen. Also, bis dann, Leute. Ciao.